Hallo? Das. Ist das eine bessere Qualität? Ist es. Ja! Ja, es ist real. Ich habe mir eine neue Kamera gekauft mit guter Qualität. Und das kann ich euch gar nicht so krass zeigen, gerade weil ich in einem schlechten Licht aufnehme, weil ich mir dachte, why the fuck not? So, denn das Thema für heute ist freaking 20. Moment. Freaking 15 Fakten über Phosmophobie und deswegen dachte ich, ich mache so ein bisschen dunkler. Ich weiß nicht. Kann auch ein bisschen heller machen. Ja, passt schon. Ich kann ja nach editieren, ne? Ja, auf jeden Fall geht's um Phosmophobie und zwar, ich weiß, ich bin spät dran. I'm freaking late. I know. Aber wir machen das trotzdem, denn ich habe für euch 15 Fakten und oder Tricks, Tipps für Phasmophobie rausgesucht und wolltet ihr euch näher bringen, damit ihr vielleicht mehr über das Game wisst und keine Ahnung, wofür man halt Faktenvideos macht für YouTube, so. Ne? Ich nehme das auch jetzt auf, weil mein Stream gerade abgekackt ist und, I mean, why not? Fakt 1 von den 15 Fakten von Phasmophobia ist, es gibt zwei Farmhäuser, Grafton und Bleasdale. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, in welchem von beiden das ist, aber in dem einen findet man zwei Voodoo-Puppen, die jeweils, wenn man sie fotografiert, eine Interaktion geben, das heißt mehr Geld. In dem anderen Farmhaus gibt es aber sogar drei. Eine Voodoo-Puppe befindet sich nämlich direkt, wenn man reinkommt, in dem Regal, was offen ist, in diesem Schrank. Die anderen beiden Voodoo-Puppen sind links im ersten Raum und oben ist eine. In einem anderen Farmhaus ist eine halt hinten im Schlafzimmer und die andere hinter dem Raumteiler oben. Fakt 2. Es gibt momentan in Phasmophobia nicht mehr wirklich sichere Verstecke, außer zwei Sachen. Und zwar einmal die Schränke, die man immer wieder zumachen kann, denn der Geist macht die Türen halt auf zwischendurch. Und du kannst sie einfach zuhalten oder wieder zuziehen, damit der Geist dich nicht kriegt. Oder die Spinte. Und die sind sehr safe, weil die kann der Geist nicht aufmachen. Die findet man in Werkzeugräumen und in Garagen. Fakt 3 ist, dass man den EMF-Reader ablesen kann. Und zwar heißt EMF-Stufe 2 eine Interaktion. EMF-Stufe 3 werfen. EMF-Stufe 4 ist, dass der Geist sich zeigt. Und EMF-Stufe 5 ist dann der Beweis fürs Journal. Fakt Nummer 4, ich weiß nicht, warum ich das doppelt zeige. Fakt Nummer 4, im Van, bevor es losgeht, sagt das Radio dir ja noch ein paar Sachen, wie die Runde verlaufen kann. Es muss nicht sein, aber wie es sein kann. Zum Beispiel sagt das Radio sowas wie "We've got reports about switching lights." Fakt 5 ist, dass Kerzen in Phasmophobia zu 100% keine Sanity abziehen. Das heißt, Kerzen verhindern den kompletten Verlust von deinem eigenen Geisteszustand. Fakt 6. Es gibt Ouija-Boards. Ihr kennt es vielleicht noch von diversen YouTube-Videos. Es gibt Ouija-Boards in Phasmophobia. Und wenn du das Ouija-Board etwas fragst, zieht es etwa 5-10% deiner Sanity ab. Wenn du aber das Ouija-Board etwas fragst und die Frage verweigert wird, zieht es ganze 40% deiner Sanity ab. Sprich, fragst du zweimal den Geist etwas und er verweigert deine Anfrage, also deine Frage, das zeigt sich dann so, indem das Ouija-Board ausgeht und die Lichter flackern. Machst du das zweimal, also er verweigert dir zweimal deine Frage, dann kann er dich sofort handeln. Ist mir schon passiert, war nicht so schön. Fakt 7 ist, der Knochen in Phasmophobia spawnt immer. Manchmal ist er aber nicht aufzufinden. Manchmal spawnt er auch irgendwie außerhalb der Map. Beziehungsweise man sieht ihn vielleicht teilweise einfach nur noch so ein Stückchen, guckt irgendwo durch die Autokappe so ein bisschen durch. Der Knochen spawnt aber immer und es lohnt sich auch immer danach zu schauen. Fakt 8 ist, man kann mit den Geistern Verstecken spielen, indem man nämlich die Kuscheltiere nimmt und diese halt alle in den Geisterraum legt und dann den Geist sowas fragt, wie willst du spielen? Und dann nimmt der Geist diese Kuscheltiere und versteckt sie im Haus.
irgendwo. Fakt 9 ist auch über die Kuscheltiere. Und zwar gibt es in den verschiedenen Gebäuden verschieden viele Kuscheltiere. In sowas wie der High School oder in Asylum findest du keinerlei Kuscheltiere. Nur in den kleineren Maps. In Grafton findest du 6 Kuscheltiere. In Bleasdale 5 Kuscheltiere. Und in den anderen kleinen Maps, also die Street House und Roadhouse, findet man immer nur 2 Kuscheltiere. Fakt 10. Räucherstäbchen verhindern 90 Sekunden lang einen Hunt. Bei Spirits aber 180 Sekunden. Und Räucherstäbchen können auch dazu führen, dass man einen Revenant für kurze Zeit abgelenkt bekommt und sich schnell verstecken kann vor ihm. Fakt 11 geht über den Revenant. Ein Revenant ist der wohl unbeliebteste und anstrengendste Geist von allen, weil er so schnell ist. Ein Revenant ist nämlich doppelt so schnell wie ein Spieler. Dementsprechend, wenn er dich sieht, rennt er mit einer sagenumwogenen, unglaublich schnellen Schnelligkeit hinter dir her. Der Trick ist es, die Sichtlinie von dir zum Revenant zu brechen, sodass er dich nicht mehr sieht. Denn dann ist der Revenant nur noch halb so schnell wie du selbst. Fakt 12. Ein Hunt ist möglich ab 50% Sanity. Es gibt auch selten die Möglichkeit, dass ein Geist bei etwas höherer Sanity anfangen kann zu hunten. Ein Dämon kann schon ab 65% hunten und er kann in wesentlich kürzeren Abständen hunten. Fakt 13. Ein Phantom blinkt während des Hunts alle 1-2 Sekunden auf. Dadurch ist er sehr schwer zu fotografieren, während er huntet, weil er nämlich verschwindet, wenn man es schafft, ihn zu fotografieren. Fakt 14 ist, Gespenster hinterlassen keine Fußabdrücke. Fußabdrücke generell können mit UV-Lampe oder mit dem Knicklicht gesehen werden. Allerdings sind sie kein Hinweis auf Fingerabdrücke. Sie sind nur ein Hinweis darauf, wo der Geist sich in diesem Raum befindet. Er kann trotzdem durchs Salz wandern. Fakt 15 meiner 15 Tricks und Ticks, Tricks, Trick, Fakten von Phasmophobia. Wenn ein Hunt beginnt, dann hat man 5-8 Sekunden Zeit, in der der Geist nicht angreifen kann, dich nicht wahrnimmt, dich nicht hört. Außer er spawnt in einem, habe ich gehört, dann soll das wohl irgendwie sofortiger Tod sein. Ist mir jetzt noch nicht passiert. Ja, gehört. Und wenn dieser Hunt vorbei ist, dann hat man erstmal 25 Sekunden keinen weiteren Hunt und kann in der Zeit schnell zum nächsten Spot laufen, um sich zu verstecken oder sogar schaffen, aus dem Haus herauszukommen. Das waren meine 15 Fakten über Phasmophobia. Es ging wesentlich schneller, als ich gedacht habe, was aber nicht so schlimm ist, denke ich. Nächste Woche kommt ein Q&A-Video raus. Ich habe euch mehrfach schon auf Instagram gefragt nach Fragen. Ich hoffe, ihr habt eine nice Woche. Es tut mir leid, dass die Streams momentan nicht wirklich vernünftig laufen wegen dem Internet. Ja, ich bin aber auf TikTok wieder recht aktiv. Da heiße ich Pix und sonst auf Instagram und Twitter Pix30 und sonst auf Twitch auch Pix30. Das war's. Tschüsseli!